Leben eines Sternes etwa die zehnfache Masse unserer Sonne in einer Supernova endet und das, was übrig bleibt, immer noch das Vielfache der Sonne in sich zusammensackt, man nennt das auch kollabiert, entsteht ein schwarzes Loch. Ein schwarzes Loch hat keine Oberfläche wie ein Planet oder ein Stern. Es ist ein Gebiet im Weltraum, in dem die Materie in sich zusammenfällt. Das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße ist normalerweise eher unauffällig. Im Frühjahr aber strahlt es deutlich stärker als gewohnt. Die Forscher können über die Ursache bisher nur spekulieren. Laut Beobachtungen der Wissenschaftler leuchtet das schwarze Loch so hell wie noch nie. Wir haben in den 24 Jahren, in denen wir das schwarze Loch untersucht haben, nichts Vergleichbareres gesehen. Die Forscher halten seit 2003 rund 13.000 Messungen aus 133 verschiedenen Nächten analysiert. Am 13. Mai 2019 beobachteten die Forscher, dass das schwarze Loch doppelt so hell leuchtet wie auf den bisherigen Aufnahmen. Eine Gefahr für die Erde besteht aber noch nicht. Das Massenmonster sei 26.000 Lichtjahre von der Erde entfernt und die Strahlung müsste 10 Milliarden Mal so stark sein, wie beobachtet, um gefährlich zu werden. So die Astronomen. Das erdnächste schwarze Loch befindet sich 1000 bis 6000 Lichtjahre entfernt. In der Andromeda-Galaxie gibt es ein schwarzes Loch, das eine Milliarde Sonnenmasse enthält. Am Observatorium LIGO hat man 2015 eine Gravitationswelle, auch genannt Schwerkraftwelle, gemessen. Sie stammt von zwei schwarzen Löchern, die aufeinander trafen. Dadurch entsandten sie eine Gravitationswelle durchs ganze All. Nichts kann einem schwarzen Loch entkommen, nicht einmal das Licht. Alles, was durch ein schwarzes Loch durchgeht, nimmt das Dreifache seiner Größe an und wird pink. Das schnellste wachsende schwarze Loch wiegt 34 Milliarden Sonnenmassen. Es verschlingt pro Tag etwa die ganze Masse einer ganzen Sonne. Das größte Loch in unserer Nähe heißt Sagittarius.